Aufnahme läuft. Und Action. Hallo, servus, grüßt euch. Ein rauer Hals, tut mir leid. Hinter mir haben wir jetzt eine verlassene Talstation von einem Skilift, der geht da rauf. Und da hinten ist der Abfahrtshang. Schauen wir uns einmal an, das ganze Teil. Eigentlich wollte ich zu einer anderen verlassenen Hütte. Da hat sich aber jetzt scheinbar ein Motorradclub niederlassen. Wollte ein Revisit machen, hat sich damit erledigt. Konfliktsituation brauche ich nicht, also bin ich gleich weiter und schaue jetzt da nochmal nach, ob der offen ist oder nicht. Sagt ihr gleich das Licht. Und das geht schon mal an. Also dranbleiben, mitgehen. Also da war der Eingangsbereich. Da hat sich das irgendwie da oder was weiß ich aufteilt, scheinbar links, rechts oder was. Kartenkontrolle. Wie der Ablauf jetzt da genau gewesen ist, weiß ich auch nicht. Und warum da so ein drum Beton Monument, muss man schon sagen, steht. Kann jetzt auch nicht zuordnen. Gut, also man ist da irgendwie daher. Kartenkontrolle. Jetzt geht's Licht sogar, schaut mal die so. Die Hütte ist schon ewig lang la und verlassen. Da war es einmal aufgewesen. Und da funktioniert der Strom noch. Ja, wer hätte sich an das denkt, die Fenster, die werden alle gut abgedichtet. So. Da ist keine gekommen. Alles dichter. Da hat noch Schuldler, Vorsicht, Halt. Weil dort die Straße vorbeigeht. Da hat er mir auch noch einen Zwitschert. Ein St. Hubertus-Tropfen. Da hat es besser, jetzt sieht man da einer. Ich weiß nicht, ob man was erkennt. Ich sehe jetzt da nämlich nicht drüber. Also ein paar Lampen sehe ich da oben. Ich bin bei der Hütte nämlich schon ein paar Mal gewesen. Und die war jedes Mal zu. Das ist interessant, gell? Dass die nach wie vor scheinbar verschlossen ist. Also das wird wieder ein sehr kurzes Video, weil es ja da nichts zum Sehen gibt. Weil haben wir da noch mal eine? Ja, nichts erkennbar. Hat die Türen, sieht man bloß. Da haben wir noch so einen Haken vom Skilift. Da geht da so eine Nische rein. Mit einem vergitterten Fenster. Komische Nische eigentlich da, weil ich weiß, wo es die ist. Keine Ahnung. Da sieht man einen Schatz einmal. Erkennt man was? Das ist der Küchenbereich. Da hinten hat der Spirituosenflaschen. Also, ich weiß nicht, ob sich das recht spiegelt jetzt. Moment, ich lehne mal die Kamera direkt an die Scheibe. Und dann schauen wir mal da rein. Eigentlich ist komplett eigentlich. Gell? Da war noch niemand unbefugter nach wie vor drin. Nichts randaliert, kein Tierlaufert, gar nichts. Zack. Und da ist noch so ein hölzerner Anbau hier hinten. Schauen wir mal, was es mit dem auf sich hat. Er bricht da auch schon auseinander und alles morsch. Das sind nochmal so Skilifthaken da. Und dann war es das eigentlich. Was steht da drauf? Gar nichts, das ist bloß ein Blech. Tja, jetzt nichts
weiter sagen dazu. Da haben wir noch einen Schüttel, damit man da was lesen kann. Ach Gott, Moment. Ich sehe nicht hier, aber vielleicht kann man es am Film lesen. Ich sehe jetzt so absolut nicht hier, oder? Ach Gott, in der Skiabfahrt Rodeln verboten. Aha. Na ja, gut. Jetzt schauen wir nochmal, ob man sieht, wo da der Skihang gewesen ist. Vielleicht findet ihr da was. Das ist jetzt der Blick von da ein bisschen weiter heroberhalb auf die Hütten. Da ist ein Baum schon mal gefallen. Aufs Haus drauf. Und da, das sind so Fangzäune gewesen. Alles kaputt. Das wird der Skiabfahrtshang gewesen sein, aber von dem Lift selber ist nichts mehr erkennbar. Das Einzige, was ich jetzt da noch gesehen habe, bin ich direkt außer Atem jetzt da, ist da so ein Rodel. Ski, was auch noch, Skibob, Schlittenbob, Skibob ist nicht. Rodelschlitten. Der ist aber anscheinend hier. Wir haben ihn einfach daher geschmissen. Das ist auch nicht die feine Art, gell. Jetzt bin ich noch mit der Vierer gegangen zum Kartenkontrollbereich. Und dabei ist mir aufgefallen, die Schneise da, das müsste der Lift gewesen sein. Da ist aber nichts mehr erkennbar davon. Die Schneise wächst zu. Und darum ist da auch der Bereich mit dem ganzen Gitter freilich. Da sind die Leute von hinten hergekommen. Da war die Kartenkontrolle und da haben sie dann irgendwie in den Lift eingestiegen. Und darum ist auch das Betonteil da, das hat irgendwas mit dem Lift auf sich gehabt. Da wird ein gewisses Zeichen drum montiert gewesen sein, Umlenkrollenzeiger oder was. Und das war der Liftaffe. Und der Abfahrtshang selber war ja dann, wo ich jetzt gerade gewesen bin, da hinten mit dem Fangzaun, da hinterm Haus. So Freunde, das war's. Ein kurzer, sehr kurzer Rundgang um so verlassene Talstation. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es wieder unspektakulär war. Aber trotzdem ganz interessant. Und nach wie vor schön zum Sehen, dass so ein Teil nach gefüllten 15 Jahren Leerstand immer noch verschlossen ist. Ich freue mich irgendwie, weil so soll es eigentlich auch sein. Wenn oft gehen war, hätte ich es natürlich für mich ausgenutzt. Aber was zu ist, bleibt so und interessiert mich auch nicht weiter. Bis nächste Woche. Macht es gut dabei. Servus, pfiat euch.